Kann man nicht drücken. Voll ist es. Lithium habe ich auch reingelegt. Oder es muss noch mehr rein. An Boden. Handelsplattform, sehr schön. Jetzt können wir uns alle Materialien handeln. Ja. Okay. Aus 8 Kanistern Erde kriegst du eine Lithium. Ja, gut, ist okay. Ja, und Lithium brauchen wir ja für die Batterien, also. Und so einen Bergabbau, und ich habe damit kein Problem.
Das ist cool, ja. Ich glaube, zwei brauchst du für eine. Ich glaube, ich bin mir da jetzt aber auch nicht so sicher. Wichtig ist halt hierbei, ja, immer eins aufheben. Okay, was brauchen wir für die Handelsstation? Erstmal Harz. Genau. Handelsplattform brauchen wir. Aluminium. Aluminium haben wir ja eigentlich noch irgendwo. Ja, eins. Nö. Ich hab hier nur eins. Da. Okay. Genau, und dann können wir uns Sachen in die Luft wieder schießen und uns irgendwas holen. Harz, Organisch, Laterit, Malachit, Aluminium, Kupfer. Ja, brennen können wir es ja selber, also wenn, dann müssen wir die Grundform nehmen. Laterit, Wortlaub, Aluminium, ne? Und Malachit ist Kupfer, glaube ich. Was jetzt gemacht? So, was rumliegt. Oh, ich meine Kanister, die. Ein Malachit. Ich schick das mal weg. Ich habe jetzt mal getauscht, vier Gemisch gegen ein Malachit. Gemisch haben wir ja noch genug. Außerdem können wir so jetzt multiplizieren. Genau, das scheiße Gold mal. Da wie lange der braucht? Nee, ne? Oh, jetzt. Kupfererz, jawohl, Haupttreffer. Ja, dann machen wir Kupfererz mal in die Maschine. So. Einmal Dreck hätte ich noch. Okay, reicht nicht. Ich habe hier hinten schon angefangen, im Berg darum zu forschen. Ich habe meine eigene Höhle gebaut.
Krass ist, wie viel Volumen du erstmal reinballern musst, bis du so einen Container voll hast. Zwei Kupfer gab es da jetzt raus. Jetzt haben wir zweimal Kupfererz. Nee, Kupfer fertig, meine ich. Das lege ich mal hier hinten hin. Muss man halt immer aufpassen, ne? So, dass man nur von 1 immer 1 hat, quasi. Schönes Loch hier reingraben. Thank you.
So Leute, wir speichern an dieser Stelle und machen dann demnächst auf jeden Fall mal weiter. Jo, bis jetzt sind wir ganz gut vorangekommen, auch mit den neuen Maschinen, die es so jetzt gibt und so, bloß mit den Materialien, was ist, ja, die muss auch erstmal noch durchsehen. Jo, und dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.